Hi Leute, willkommen zu einem Update von meinem 600er. Wie man sieht, es hat sich was getan. Die Cyanos sind ja nicht komplett weg, aber so gut wie, würde ich mir jetzt mal behaupten. Ich habe das Becken vor circa 4 Tagen geputzt, also Cyanos abgesaugt, mit der Zahnbürste wieder das Riff gereinigt. Und im Vorfeld habe ich zwei Röhren getauscht. Die Dichte etwas angehoben und den KH etwas angehoben. Und alle diese Maßnahmen scheinen dazu geführt zu haben, dass die jetzt nicht mehr so extrem wachsen. Normalerweise wäre das Riff jetzt schon wieder dicht, beziehungsweise grün, Bergwiese. Aber wie würde Roland jetzt sagen, ja, ist ja auch Herbst und da sind die Wiesen noch nicht mehr ganz so grün. Roland, muss ich dir recht geben, aber grün im Aquarium. Zumindest im Meerwasser ist nicht so schön, wenn es flächendeckend ist. Also, ihr seht, es ist fast überall verschwunden. Auch mit Hilfe natürlich hier unten der Polaris, die wunderbar den ganzen Boden hier umflügen, umgraben, schön weiß halten. Hier und da sind noch Stellen wie da hinten, gehen wir aufs Bild, wie da hinten. Neben den grünen Ohren, das ist nicht kein Abschein, sind noch ein paar Cyanos, aber das ist nicht das Thema. Früher oder später kommen die auch dahin. Ja, was hat sich noch getan? Wie man sieht, steht hier unten jetzt eine Hysterex. Warum steht die da unten? Weil sie im oberen Teil, wenn sie mehr Licht kriegt, weiß wird. Frag mich nicht warum, ist so. Ich habe keinen blassen Schimmer. Zudem stand hier unten eigentlich ein schöner Zoastein, der jetzt da vorne steht. Das war das ursprüngliche Dach von dem Polarisheim. Das haben die vorgestern haben die gedacht, ja, schütten wir das mal komplett zu und häufen das ungefähr so hoch an, wie jetzt dieser Stein hoch ist, ohne die Hysterex. Und habe gesagt, nee, geht nicht. Und lieber die Hysterix dahingestellt, da fällt der Dreck durch, das macht er nichts. Da können sie zubuddeln, wie sie wollen. Und dann passt das. Ja, dann hat sich noch was getan. Ja, genau, Post. Einmal seltenes Bild, mein Blenny hier oben. Ich habe den rechten Bereich hier ein kleines bisschen verändert, beziehungsweise tiefer gelegt. Weil die Monty, die war einfach zu hoch. Das war viel zu viel Platz unten drunter, war zu hoch und ja, sah halt nicht vernünftig aus. Das habe ich geändert. Vorteil an der ganzen Sache ist, die Platte da in der Mitte, da saß die Anne drunter. Ich musste hier oben den kompletten Bereich abbauen und kam natürlich direkt auch an meine Anemone dran, die momentan im Exil hier unten lebt. Ist natürlich nicht ganz so schön, aber wird nachher abgeholt. Also nur Zwischenstation. Ja, jetzt habe ich das Ganze ein bisschen luftiger. Man kann auch wieder vernünftig auf die Monty draufschauen. Hier sind übrigens meine Tricolor-Ableger. Davon sind eben schon 3 Stück weggegangen. Und so sieht das Ganze dann jetzt von der Seite aus. Und wer es genau sieht, ja, da ist noch eine Glasrose. Die wird nachher noch bekämpft. So, und jetzt nochmal hier als Anschauung. Wir blicken jetzt mal komplett durchs Becken, durch das normale Glas und es ist nicht trüb. Also gucken wir jetzt mal hier. Das ist das Weißglas und das ist das normale Glas. Echt ein krasser Unterschied. Ja, nachdem ich die Salzdichte dann erhöht habe, sind dann auch meine Korallen stehen wieder ein kleines bisschen besser da. Unter anderem auch alles das. Ja, ich komme gleich zum Chat. Meine SBS hier, die ich von Tran gekriegt habe, die hat jetzt mittlerweile überall weiße Spitzen ausgebildet. Hier unten die Galaxia, die steht da hervorragend zusammen mit der anderen. Da kann man dann mal den Unterschied zwischen den beiden Arten sehen. Die machen sich da hervorragend. Ja, meine Acanthasträen, die sind alle schön aufgepumpt, die zwei hier. Hier unten die beiden. Und natürlich nicht zu vergessen die Rainbow. Oben die kleine blaue Monty da hinten.
Ich gehe mal davon aus, dass es eine Monty ist. Ja, ihr wisst, ich habe nicht so mit Namen. Aber egal. Die schießt auch momentan wie Sau. Da habe ich nämlich direkt unterhalb von der Grünen einen kleinen Ableger gemacht. Das war nur ein einziges Stämmchen, also ein Stängel. Nicht so verzweigt wie jetzt ist. Wachstum für dieses Stück ja, innerhalb von 2 bis 3 Wochen. Circa. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ja, aufgrund der Anhebung der Dichte und des KH sind natürlich meine Euphilien hier unten, meine beiden da noch nicht ganz so angepasst. Ich will hoffen, die nehmen mir das nicht allzu übel. Aber hier die beiden, die stehen wieder ganz gut. Ach, hallo meine Schwertgrundel, die ist dann auch mal wieder von der Partie, der sich momentan versteckt hat, beziehungsweise da unten eingebuddelt hat. Ist meine Wächtergrundel, aber sie ist da und alles kein Thema. Zum Fressen kommt sie raus. Ja, so langsam aber sicher macht es wieder Spaß, ins Becken zu schauen, weil es nicht mehr so knatschgrün ist. Es sieht endlich wieder nach Riff aus und nicht nach Bergwiese. So muss es sein. Es ist eigentlich alles fast alles offen. Hier und da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die klemmen, aber das. Entweder das kommt oder ja, pauschal friss oder stirb. Das werden dann auch Korallen sein. Also wenn mir dann irgendwas hops geht, diese Art wird dann nicht mehr reinkommen. Ich werde dann hier in dem Becken mit Masse, ich sag jetzt mal, auf Ricoderias gehen, beziehungsweise Akatastreas und ja, was haben wir noch? Sowas. Genau. Die kommen ja hier auch relativ gut. Das ist der weitere Plan. So schaut es im Moment aus. Gehen wir nochmal hier unten auf unsere Clowns. Genau. Die beiden Bekloppten. Die anderen wollten sie nicht. Die hatte ich denen angeboten. Die schwimmen lieber hier in meiner Katafilia rum. Die hinten sind mittlerweile extrem Kuschler geworden. Die fühlen sich da richtig wohl drin. Nachts pennen, darf der Kleine dann jetzt auch mit in der Anne pennen. Ja. Alles in allem. So soll es sein, so gefällt es mir, so ist es klasse. Sollten grundlegende Sachen sich wieder verändern, wie immer, ich melde mich. Euer Viper.